Der GGG fragt sich, wohin steuert das Internet? Das Internet hat sich in den letzten 15 Jahren stark gewandelt. Immer mehr treten die alten Freiheiten in den Hintergrund und werden durch Hyperkommerzialisierung ersetzt. Kommerzialisierung und Monopolisierung stehen vor allem anderen. YouTube setzt auf Werbung vor, nach hinter und über den Videos. Selbst die Werbungen sind nur noch dazu da, damit Menschen mit Versprechungen von hohen Einkünften zu verführen. Wie geht es weiter? Was steht noch im Mittelpunkt? Das Geld machen oder der Content? Ja, es gibt YouTuber, die mit ihren Videos ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber hier sind diejenigen gemeint, die die Werbung zum Zentrum ihrer YouTube-Existenz machen. Was machen sie hier außer Werbung? Wenn der Content kürzer als die Werbung ist und die Werbung der Content, dann fällt der Zug in die falsche Richtung. Ende.